Willkommen in der evangelisch-lutherischen Markusgemeinde in Vancouver. Heute feiern wir den drittletzten Sonntag im Kirchenjahr. Dieser Sonntag leitet die Zeit ein, in der es um das Kommen Christi geht, um das Gericht, um unsere Verantwortlichkeiten und das Reich Gottes. So wollen wir heute darüber nachdenken, wo und wie wir das Reich Gottes in unserem Leben finden, wo wir diesem Reich Gottes begegnen. Wir feiern diese Andacht im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Worte aus dem 85. Psalm. Herr, zeige uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Könnte ich doch hören, was Gott, der Herr, redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht gebe, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Amen. Das Evangelium für den Sonntag steht bei Lukas im 17. Kapitel. Als Jesus von den Pharisäern gefragt wurde, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen.
Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder da. Denn sehet, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Er sprach aber zu den Jüngern, es wird eine Zeit kommen, in der ihr begehren werdet, zu sehen einen der Tage des Menschensohns, und ihr werdet ihn nicht sehen. Und sie werden zu euch sagen, siehe da oder siehe hier. Geht nicht hin und lauft nicht hinterher. Denn wie der Blitz aufblitzt und leuchtet von einem Ende des Himmels bis zum anderen, so wird der Menschensohn an seinem Tage sein. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Liebe Gemeinde, Vorhersagen über das Ende der Welt und den Tag des Herrn hat es durch alle Jahrhunderte hinweg gegeben. In unseren Tagen sind sie wieder besonders laut. Verschwörungstheoretiker und Endzeitprediger haben Hochkonjunktur. Ebenso solche, die sich als Retter hochstilisieren. Die Ereignisse der vergangenen Monate und Wochen, ich denke dabei an die fast apokalyptischen Feuer in Kalifornien, die Pandemie, die Attentate in Nizza, Wien und Kabul. Sie alle lassen Fragen aufkommen. Fragen nach dem Reich Gottes und dem Wirken Gottes in dieser Welt. Und in der Tat weisen Leute auf die unterschiedlichen Ereignisse hin und sagen, siehe hier, siehe dort, das ist Gottes Strafe, das ist der Beginn der Endzeit, der Zeit, bevor Jesus auf die Erde zurückkommt. Hören wir das heutige Evangelium, sind es aber genau jene Dinge, vor denen Jesus warnt. Er macht deutlich, so funktioniert es nicht mit dem Kommen des Menschensohnes und des Reiches Gottes. Das Reich Gottes kommt nicht mit Pauken und Trompeten, nicht mit großen Katastrophen im Vorhinein. Und wenn man die Passage weiterliest, und ich lade Sie ein, das später zu tun, dann stellt man fest, dass Jesus sogar sagt, dass das Reich Gottes leise und unerwartet kommt. Es kommt, wenn niemand es vermutet und wenn ein jeder fast sorglos und arglos seinen Geschäften nachgeht. Ähnlich spricht Paulus vom Reich Gottes. Im 1. Thessalonicher Brief, im 5. Kapitel der Epistellesung für diesen Sonntag, spricht Paulus davon, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Dass das Reich Gottes kommt, wenn alle sagen, Friede und Sicherheit.
Liebe Gemeinde, das sind nicht unsere Zeiten. Es gibt derzeit sicher viele Gründe, sich zu sorgen. Aber wenn ich die Worte von Paulus und Jesus ernst nehme, dann brauchen wir gerade eine Sorge nicht zu haben, dass Gottes Reich und das Gericht über uns hereinbrechen. Vielmehr bekommen wir Orientierung. Wir bekommen Orientierung dafür, dass wir getrost jene Stimmen beiseite lassen können, unbeachtet lassen können, die davon sprechen, dass dies alles Vorzeichen des herannahenden Gerichtes und des Kommen Gottes sind. Was kann uns dann aber auch helfen in diesen Zeiten? Was kann uns helfen in Zeiten, die viel von uns fordern und uns oft überfordern? Ich möchte deshalb Ihre Aufmerksamkeit auf den Vers 21 des Evangeliums richten. Lukas, Kapitel 17, Vers 21. Dort sagt Jesus: Das Reich Gottes ist in eurer Mitte. Was ist dieses Reich Gottes? Schauen wir in das Neue Testament und besonders in die Evangelien, schauen wir darauf, was Jesus über das Reich Gottes sagt, dann wird dieses sichtbar im Handeln Jesu. Dort, wo Menschen sich Jesus und damit Gott zuwenden, da, wo Menschen Jesus nachfolgen und ihrem Leben eine neue Orientierung geben, wie zum Beispiel Zachäus, da hat das Reich Gottes begonnen. Das Reich Gottes hat da begonnen, wo Menschen Vergebung erfahren, wo Menschen an Leib und Seele, an Leib oder Seele wieder heil werden, wo Menschen sich versöhnen können. Und als Jesus diese Worte vom Reich Gottes spricht, vom Reich Gottes, das mitten unter ihnen ist, da meint er erst einmal sich selbst. Er sagt: Schaut mich an. Mit mir hat das Reich Gottes seinen Anfang genommen. Hier und jetzt, mitten unter euch. Hier wendet sich Gott euch mit seiner Liebe, seiner Hilfe und seiner Fürsorge zu. Hier wird deutlich, dass Gott niemanden außen vor lässt, dass Gott keinen vergessen hat, keinen Juden, keinen Heiden, keinen Fremden, kein Mitglied des israelischen Volkes. Und wo ist jetzt das Reich Gottes unter uns? Hier, heute in Vancouver, dort, wo Sie heute diese Andacht anschauen? Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Das gilt auch hier und jetzt. Für mich ist das ein Trost. Es heißt für mich, dass diese Welt nicht verloren ist, dass Gott diese Welt nicht preisgegeben hat, nicht vergessen oder verstoßen hat, sondern Gottes Heil und sein heilsames Handeln haben hier mitten uns, unter uns seinen Platz. Es blitzt auf, immer wieder, hier und dort. So sagt es Jesu. Es ist nichts, was beständig sichtbar oder beständig da ist. Sichtbar wird es nur wie ein Blitz am Himmel. Es blitzt auf, sichtbar für ein paar Sekunden. Und dann ist es wieder weg. Ich verstehe es so,
dass es sich eher in den Alltag der Menschen hineinschleicht. Verstehen wir Jesus richtig, wenn er vom Reich Gottes spricht in anderen Gleichnissen? Dann benutzt er zum Beispiel das Gleichnis vom Samenkorn. Betrachten wir ein Samenkorn und den Prozess, eine Pflanze zu werden, dann geschieht das Aufkeimen, das Wachsen, zunächst einmal von unseren Augen verborgen unter der Erde. Erst wenn der Spross aus der Erde bricht, wird es sichtbar. Und selbst dann, auch dann, bleibt uns der eigentliche Prozess des Wachstums verborgen. Wir können nur das Ergebnis wahrnehmen. Eine Pflanze, die immer größer wird. Und so verstehe ich das Reich Gottes unter uns. So ist es mit dem Reich Gottes in unserer Welt auch. Das Wachstum, das Gedeihen, das Sprießen ist unserem Auge verborgen. Aber wir können hier und dort dann und wann Ergebnisse sehen. So wie ein Blitz im Himmel kurz aufblinkt. Und für mich wird das Reich Gottes da sichtbar, wo Menschen zum Beispiel selbstlos ihr Leben für andere riskieren. Zum Beispiel die zwei Männer in Wien, die anderen während der Attentate geholfen haben, selbstlos und unter Lebensgefahr, und damit vermutlich nicht nur einem Menschen das Leben gerettet haben. Für mich wird das Reich Gottes da sichtbar, wo Menschen ihre Zeit schenken. Ihre Zeit schenken für andere. Beim Zuhören, beim Dasein, beim Aushelfen. Und sie wird da sichtbar, wo Menschen einander vergeben, wo Versöhnung möglich wird, wo seelische und körperliche Wunden heilen, wo Menschen sich einsetzen für Frieden und Gerechtigkeit und die Rechte anderer im Namen Jesu. Und manchmal wird es da erahnbar, wo Menschen in ihrem Leben eine neue Orientierung bekommen. Eine Orientierung auf Gott hin, auf Gemeinschaft, Liebe und Respekt hin. Liebe Gemeinde, all das sind Zeichen der Gegenwart Gottes in unserer Welt. Sie sind Zeugnisse davon, dass Gott heilend und heilsam in dieser Welt wirksam ist. Ja, selbst in der Unmenschlichkeit eines Terroranschlags sehen wir Menschlichkeit hervorbrechen. Mich hat ein Tweet beeindruckt, eine kurze Nachricht auf Twitter von einer Frau, die in Wien lebte und sich anbot, wer immer Hilfe bräuchte und kein Taxi kriegen könnte, abzuholen und heimzufahren. Menschen helfen Menschen. Zeichen Gottes in unserer Welt, Gottes Gegenwart in unserem Leben. Für mich geschieht das auch da, wo in der Isolation einer Pandemie Gott neue Beziehungen wachsen lässt, wo Menschen füreinander sorgen als Nachbarn und Freunde, wo Menschen ein offenes Auge dafür haben, ob der andere, der Nachbar, etwas braucht, wo Menschen nach neuen Wegen suchen, um miteinander in Kontakt zu sein. Es ist so einfach, sich dieser Tage von den schlechten und bedrückenden Nachrichten überwältigen zu lassen. Und gerade deshalb müssen wir mit offenen Augen in die Welt schauen
und nach Zeichen von Gottes Reich in dieser Welt Ausschau halten. Paulus spricht im 1. Thessalonicher Brief davon, dass wir Kinder des Tages, Kinder des Lichtes sind. Er sagt ganz deutlich, wir sind nicht ohne Hoffnung, sondern Menschen der Hoffnung. Menschen der Hoffnung, dass Gott seine Welt und seine Schöpfung nicht preisgibt. Dass Gott die Menschen nicht dem Unheil überlässt. Paulus spricht davon, dass wir bekleidet sind mit dem Schutzpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf Heil. Schöne Bilder dafür, dass Gott uns der Welt nicht schutzlos ausliefert, sondern uns eine Schutzmontur gibt. Aber solch eine Schutzmontur hilft natürlich nur, wenn man sie benutzt und anzieht. Was können wir also tun? Erstmal ganz wortwörtlich ein Licht anzünden. Ich habe gerade kurz vor der Aufnahme davon gelesen, dass dieses Jahr in Deutschland keine St. Martinszüge stattfinden können. Menschen haben nun die Idee, diese Laternen in die Fenster zu hängen, als Zeichen der Wärme, der Verbundenheit und der Hoffnung. Was für eine schöne Idee, Licht in diese Welt zu bringen. Vielleicht mögen Sie ein Licht in Ihr Fenster stellen. Meine Schwester hat, um die Dunkelheit dieser Tage zu durchbrechen, die Laternen ihrer Kinder der letzten 14 Jahre in die Fenster meines Vaters gehängt. Jeder, der nun an unserem Haus vorbeigeht, sieht eine kleine Sonne lächeln, einen Mondschein oder einfach bunte Ballons. Eine fröhliche, bunte Mischung gegen das Dunkel. Was sonst können wir tun? Ich sage, die Schutzkleidung anlegen. Manchmal braucht man dafür zwei Leute. So ist es mit der geistlichen und seelischen Schutzkleidung auch. Wir brauchen andere dafür. Gemeinschaft. Ich lade Sie ein, verbinden Sie sich mit Menschen, die Ihren Glauben teilen. Freunde oder Gemeindeglieder. Wir brauchen Menschen, die uns Mut machen und uns auch durch das Glaubensdunkel hindurchhelfen. Finden Sie für sich solche Menschen. Und dann helfen Sie einander. Erinnern Sie sich an die Hoffnung, von der wir getragen sein dürfen. Von der Liebe, die Jesus uns gibt. Segnen Sie einander. Beten Sie füreinander. Einem anderen Menschen zu helfen, hilft manchmal auch uns selbst. Wir sind zwar aufgerufen, physischen Abstand zu halten, aber seelischen und geistlichen Abstand, davon hat niemand gesprochen. Was Sie sonst tun können, lesen Sie etwas, das Ihnen gut tut. Es kann die Bibel sein, aber es gibt auch andere gute Bücher, andere gute geistliche Bücher. Wenn es mit dem Lesen schwierig wird, hören Sie etwas Gutes. Ich habe dieser Tage meine Bach-Kantaten wieder hervorgeholt. Ich kann es nur empfehlen, gute geistliche Nahrung. Und halten Sie Abstand von den Dingen, die Ihnen nicht gut tun. Schalten Sie den Fernseher oder das Radio aus, wenn es Ihnen zu viel wird. Das heißt nicht, dass Sie das Weltgeschehen ignorieren, sondern nur, dass Sie so viel davon zu sich nehmen, wie es gut und gesund ist. Und gönnen Sie sich Ruhe.
Ich weiß, manchmal hat man zu viel davon, manchmal ist es zu viel der Stille. Aber ich finde es immer wieder heilsam, hin und wieder einfach nur in der Stille zu sitzen. Mit dem Blick auf das Kreuz hier in der Kirche oder zu Hause in meinem Schlafzimmer. Mit dem Blick auf eine Kerze, ein Licht, etwas, das meinen Blick bündelt und einfängt. Ich glaube, dass in all dem wir Gottes Reich Raum geben, mitten unter uns. Raum aufzukeimen, zu wachsen und zu gedeihen. Amen. Lasst uns beten. Gott, dein Reich ist mitten unter uns. Deine Nähe lässt uns leben in Frieden und Gerechtigkeit. Doch deine Gaben zerrinnen uns unter unseren Händen. Wir sind noch nicht erlöst. Erhöre uns, wenn wir dich bitten, dein Reich komme. Noch sehen wir Mächtige auf dieser Erde, die ihre Reiche aufrichten. Wir sehen Gewalt und Unterdrückung, Leiden und Tod. Aber wir wissen schon jetzt, Unrecht hat keinen Bestand. Hilf uns heute zu tun, was dem Frieden dient. Erhöre uns, wenn wir bitten, dein Reich komme. Noch sehen wir Armut und Hunger in der Welt. Aber oft übersehen wir auch das Elend der Menschen. Aber wir wissen schon jetzt, die Hungernden sollen satt werden und sich freuen. Die Fülle des Lebens ist ihnen versprochen. Hilf uns heute, geschwisterlich zu teilen. Erhöre uns, wenn wir bitten, dein Reich komme. Noch sehen wir Menschen weinen vor Schmerzen und Trauer, eingeschlossen in Einsamkeit. Aber wir wissen schon jetzt, du wirst abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei wird mehr sein. Hilf uns heute, den Menschen nahe zu sein. Erhöre uns, wenn wir bitten, dein Reich komme. Noch sind wir gefangen in unseren Ängsten, um unser Leben besorgt. Aber wir wissen schon jetzt, du tust die Türe auf, du kommst uns entgegen. Hilf uns heute, darauf zu vertrauen und erhöre, wenn wir bitten,
dein Reich komme. So beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.